Herzlich willkommen in Hockenheim, herzlich willkommen zu Hankook TV, Ausgabe Nummer 1 2016. Sie werden weiter zusammenarbeiten, die DTM und Hankook. Also die gleichen Reifen gibt es jetzt 3 Jahre länger für Audi, für BMW, für Mercedes. Vor wenigen Minuten gab es hier die offizielle Verkündung. Großer Auftrieb im Pressezentrum schon bevor der erste Motor gestartet wurde. Huyul Pae, der COO von Hankook Tire Europe, und Hans-Werner Aufrecht, der Vorsitzende der DTM-Dachorganisation ITR, präsentierten stolz den neuen Vertrag bis 2019. Diese Zusammenarbeit, die wir in der Vergangenheit mit Hankook hatten, war für uns natürlich Anlass zu versuchen, den Vertrag zu verlängern. Deshalb bin ich ganz besonders stolz, dass es uns gelungen ist, hier mit Hankook die Partnerschaft fortzuschreiben, und ich freue mich darauf. Wir freuen uns sehr über die Vertragsverlängerung. Das bedeutet, weitere 3 Jahre fährt die DTM auf Hankook-Reifen. Ein gutes Signal für den Motorsport allgemein, für unsere Kunden und für die DTM. Andere gute Signale kamen auch schon vorher von den 3 beteiligten Premium-Herstellern Audi, BMW und Mercedes. Man ist offensichtlich zufrieden mit der Qualität und dem Service, den Hankook den Teams der DTM bietet. Ich kann sagen, dass Hersteller und Fahrer wirklich noch nie so zufrieden waren mit den ihnen gelieferten Reifen. Die Meisterschaft ist so eng und da hat der Reifen einen kolossalen Einfluss auf die Performance der Fahrzeuge. Und hier ist absolut sichergestellt, dass die Performance für alle 24 Fahrer die gleiche ist. Und dafür herzlichen Dank. Ist das nicht herrlich? Allerbestes Wetter. Der Renngott ist ein DTM-Fan. Das erste Rennen des Jahres. Schauen wir also auch zum ersten Mal ins Fahrerlager. Unsere News. Letztes Jahr wurde Pascal Wehrlein der jüngste DTM-Champion aller Zeiten. Inzwischen fährt er bekanntlich in der Formel 1. Aber zum Saisonauftakt der DTM ließ er es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen. Und natürlich war er ein begehrter Gesprächspartner für Fans und Medienvertreter. Durch den Weggang von Wehrlein wurde bei Mercedes ein Platz im Cockpit frei. Den hat Esteban Ocon übernommen. Der junge Franzose gewann 2014 gleich in seiner ersten Saison die Formel 3 Europameisterschaft, 2015 die GP3-Serie und wird 2016 sicher kein Rookie sein, der immer nur hinterherfährt. Hankook sucht die besten Motorsportfotos. Beim Hankook Best Photo Award gibt es Preise bis zum Wert von 1.000 Euro zu gewinnen. Teilnehmen können alle, denn es gibt eine Profi- und eine Amateurwertung. Also egal ob Spiegelreflex oder Smartphone, macht Fotos und holt euch alle wichtigen Informationen auf hankooktire-award.com. Mit dem Start der DTM öffnet auch die große Hankook Hospitality wieder ihre Pforten. Das zweistöckige Gebäude war gleich wieder der beliebte Treffpunkt im Fahrerlager. Tagsüber machen Medienvertreter hier ihre Interviews. Und wenn die Sonne untergeht, beginnt die große Party. Auch wenn es vielleicht keiner zugeben mag, aber dies ist die beliebteste Trophäe der gesamten DTM, der Hankook Pitstop Award. Gibt es immer für das Team, das im Rennen den schnellsten Boxenstopp hinlegt. Und wer am Ende des Jahres ganz vorne liegt, der bekommt dieses Ding geliefert, inklusive Party. Wir liefern heute, und zwar nach Kempten im schönen Allgäu. Das Audi Sport Team Abt hat in der letzten Saison die schnellsten Reifenwechsel in der DTM gezeigt und damit den Hankook Pitstop Award gewonnen. In den Büros oberhalb der Werkstatt stehen schon einige Trophäen. Und wir liefern einen weiteren Pokal, einen ziemlich schwergewichtigen. Und das sind die Damen und Herren, die sich diesen Preis in der DTM-Saison 2015 erkämpft haben. Es ist schon was Besonderes. Es ist ja so eine inoffizielle Meisterschaft unter den Teams und speziell bei den Jungs, die dafür viel machen, viel trainieren. Von dem her ist dieser Award eine super coole Geschichte und wir zelebrieren das wirklich und leben das auch. Schon 2012 hat das andere Abt-Team, das mit dem Zusatz Sportsline, diesen Pokal gewonnen. Was ist das Geheimnis dieses Erfolges? Die Geheimnis, weiß gar nicht, ob es ein Geheimnis ist. In einem ganz normalen Tagesablauf ist A, das Thema Kraftraum integriert, aber auch Boxenstopptraining. Und wenn man jetzt mal den Durchschnitt sieht, was wir
sag ich mal, von Anfang Februar bis zum ersten Rennen an Stopps machen, kommen wir in den Bereich von 600, 700 Stopps, bevor wir zum ersten Rennen fahren. Ich denke, am Ende des Tages zählt die Konstanz. Wir waren nicht immer die Schnellsten, wenn wir uns die Rennen uns mal anschauen. Wir waren aber immer mit vorne dabei und das hat uns am Ende auch so stark gemacht. Zwei Teams, die sich gegenseitig zu dem Erfolg getrieben haben. Danke. Männer! Los! Die Trophäe ist nur ein Teil des Hankook Pitstop Awards. Der andere ist die Party dazu. Dieses Mal musste vorher allerdings noch ein kleiner Winterparcours absolviert werden. Die verschiedenen Abt-Teams zeigten sich dabei nicht nur fit, sondern auch äußerst kreativ. Jedes Team modellierte einen Hankook-Reifen aus Schnee. Eines haben wir bei unserem Kurzbesuch in Kempten gelernt. Das Audi-Sportteam Abt ist schnell, gut vorbereitet und sie wissen, wie man eine Party feiert. DTM-Saisonauftakt bei strahlendem Frühsommerwetter und zwei Audi in Reihe 1, von denen Eduardo Mortara den besseren Start erwischt und sich durchsetzt vor Nico Müller und Robert Wickens im neuen Mercedes C63. Dahinter geht es sogleich turbulent zu, was man bei BMW gar nicht gerne sieht. Erst wird Tom Blomqvist in der letzten Kurve umgedreht, wenig später kreiselt Timo Glock eingangs des Motodroms von der Strecke. Der Auslöser in beiden Fällen ist Mercedes-Fahrer Daniel Giuncadea. Aber auch bei der Konkurrenz läuft nicht alles nach Wunsch. Mike Rockenfeller, Aufhängung kaputt, auch er einer von 8 Ausfällen. Vorne dagegen fährt Mortara ungefährdet vorne weg. Während weiter hinten im Duell der Ex-Champions Matthias Ekström Gary Paffett ziemlich ungestüm in die Seite fährt. Am Ende eines echten Rennspektakels bringt Eduardo Mortara seinen Vorsprung ins Ziel vor Wickens und Müller. Eine umso mehr bemerkenswerte Leistung, weil der Italiener die gesamte Woche über krank war. Jetzt also der Sieg gleich in Rennen 1 in Hockenheim. Dasselbe strahlende Wetter auch am Sonntag, doch das Bild in der Startaufstellung ein anderes. Augusto Farfus in Startreihe 1, BMW wieder erstarkt. Nur Paul Di Resta im Mercedes noch schneller und auf der Pole. Und vor vollen Rängen am Hockenheimring ist es dann auch der Schotte, der am besten vom Fleck kommt und sich an die Spitze setzt. Vor Maxi Martin, Farfus und Gary Paffett. Keine Vorkommnisse in Kurve 1. Dafür kracht es gleich darauf in Kurve 2. Bruno Spengler und Rookie Esteban Ocon kommen sich in die Quere. Doch der Schuldige heißt Antonio Felix da Costa, der den Mercedes auf den BMW schiebt und beiden das Rennen kostet. Di Resta in Führung. Dahinter kassiert Paffett Martin ausgerechnet vor der Mercedes-Tribüne. Das kommt natürlich gut an. Doch weil beim Wechsel auf neue Hankook-Slicks ihn seine Mannschaft zu früh wieder loslässt, entscheidet die Rennleitung auf Unsafe Release und Paffett kassiert eine Durchfahrtsstrafe. Neuer Zweiter kurz darauf Timo Glock, der sich in der Spitzkehre sauber an Martin vorbeibremst. Der Rückstand auf die Spitze zwar zu groß, Di Resta ist mehr als 10 Sekunden weg, doch kann Glock bis zum Schluss seine Position gegen alle Angriffe behaupten. Uneinholbar vorne jedoch und somit überlegener Triumphator Paul Di Resta. Nach Position 4 am Samstag, Position 1 am Sonntag. Das nennt man wahrhaftig einen gelungenen Saisonbeginn. Mercedes und Di Resta also feiern den Sieg und die Führung in der Meisterschaft vor Robert Wickens und Eduardo Mortara. Und die Zeit vergeht wie im Flug, das war's schon wieder. Hier aus Hockenheim vom DTM-Auftakt. Aber wir müssen nicht lange warten. In 2 Wochen geht's weiter am Red Bull Ring in Spielberg. Hankook TV. Bis dann.